Was geht up to date? Du bist hier genau richtig, denn heute sprechen wir über die vier Säulen des Erfolgs und zwar heute über das Geld. Und wenn du prinzipiell mehr an solchen Themen interessiert bist, dann abonniere genau jetzt den Kanal, denn ich bringe mehrmals die Woche Videos zu solchen Themen raus. Ja, du erinnerst dich, im letzten Video haben wir über das Aussehen gesprochen, eine von vier Säulen des Erfolgs. Aussehen, was meiner Meinung nach die am leichtesten zu verbessernde Säule ist, der vier Säulen. Dazu kommen noch Status, Persönlichkeit oder Flirt-Skills und das Geld. Und heute sprechen wir über das Geld. Ja, Geld regiert die Welt, sagt man nicht umsonst. Und gerade in der westlichen Welt bestimmt es bis zu einem gewissen Grad, wie frei man sein Leben einfach gestalten kann. Und das Geld spricht bei den Frauen in gewisser Weise den Wunsch nach Geborgenheit und Möglichkeit der Versorgung an. Ja, du hast bestimmt schon mal gehört von dem Alpha-Typen, der Sex von den Frauen bekommt, und der Beta-Typ, der eben der Versorger ist. Und dass, wenn eine Frau nicht beides in einem Mann bekommt, sie sich das eine von dem einen, das andere von dem anderen holen wird. Natürlich möchtest du der Mann sein, der beides ist und beides hat. Warum ist Geld so anziehend? Im Endeffekt ist es das Geld alleine nicht. Angenommen, du bist wohlhabend, hast einen guten Job, meinetwegen Arzt, und hast aber kein Auto, weil du immer zu Fuß zur Klinik gehst, wo du arbeitest, verdienst gutes Geld, wohnst in einer kleinen Wohnung, sparst dir richtig viel Geld zusammen, ja, hast eigentlich richtig viel Geld auf der hohen Kante, aber bist einfach nicht verschwenderisch, sondern hebst es dir auf. Dann wirst du mit diesem Lifestyle auch nicht viel Geld vermitteln und es wird vordergründig auch Frauen nicht anziehen. Wenn du umgekehrt aber jemand bist, der vielleicht in der Ausbildung steckt oder sowas, aber du brauchst unbedingt den 3er BMW hier, fetter Subwoofer, und trägst das nach außen, dann kann das durchaus Wirkung auf die Frau erzielen. Nichtsdestotrotz würde ich dir empfehlen, bleib immer in deiner eigenen finanziellen Spur. Also versuche nicht über deine Verhältnisse zu leben und versuche nicht ein höheres Verhältnis nach außen darzustellen. Denn Lügen haben kurze Beine und die Frau wird es allzu schnell durchschauen. Und falls du nur an Sex mit Frauen willst, gibt es andere Möglichkeiten, aber du solltest du nicht, auch ich persönlich, da wäre mein Ego im Weg. Ich würde gar nicht irgendwie mich reicher darstellen wollen, als ich bin, nur um irgendwie Eindruck zu schinden bei Frauen. Und ich sehe das auch in den Clubs, wie Männer Flaschen bestellen. Ja, viel zu, die sind zu zweit, bestellen sich zwei große Flaschen, eine Flasche Champagner und noch eine Flasche Wodka. Ist viel zu viel für die beiden. Und du weißt einfach, die machen das nur, um dann Frauen zu sich an den Tisch einzuladen und auf Getränke einzuladen und eben ein bisschen auf dicke Hose zu machen. Ich persönlich finde es peinlich. Ich denke mir immer, die Männer beweisen damit nur, dass sie anders nicht ins Gespräch mit Frauen kommen oder an Frauen rankommen. Deswegen, Geld in dem Fall suggeriert halt der Frau, hey, ich habe Ressourcen und falls wir mal zusammen Nachkommen haben, können ich für unsere Nachkommen sorgen und einen guten Lebensstandard erfüllen. Ja, das spricht im Prinzip, das ist die evolutionsbiologische Geschichte, spricht noch zurück in alte Zeiten, wo man der Mann eben die Familie beschützt und auch versorgt und die Frau sich eben die beste Option versucht zu bekommen, die sie für sich haben kann. Deswegen letztlich sprichst du mit deinem Geld eher einen gewissen Lifestyle an, den die Frau interessant findet. Das ist immer so. Geld alleine, nochmal, wenn es nur auf der Bank liegt und du es nicht benutzt, dann werden die Frauen davon auch nicht viel haben und davon nicht viel sehen. Also dann wird das Geld an sich nicht anziehend sein, sondern wenn an deinen Charakter und viele andere Dinge auch. Wenn du aber zum Beispiel das Geld auch ausgibst und teure Yachten kaufst oder mietest oder damit dann übers Mittelmeer fährst und dann Frauen auf die Yacht einlädst, dann vermittelst du damit einen gewissen Lifestyle und das ist dann auch anziehend. Gleiches gilt natürlich auch, wenn ihr euch schon besser kennt, dass sie dann das Potenzial sieht, okay, mit dem kann ich ein Haus bauen und wir können uns ein schönes Auto kaufen für die Familie und Urlaube machen und so weiter. Deswegen musst du überlegen, Geld, ja, definitiv spielt eine Rolle und wer das abstreitet, der lügt sich selber in die Tasche.
Aber es kommt da eben enorm darauf an, welchen Lifestyle du vermittelst. Denn Frauen sind nicht vom Geld alleine angezogen, sondern von dem Lifestyle, den du vermittelst. Das heißt, wenn du Geld hast, wie viel auch immer es ist, überlege dir, bei den meisten kommt es ganz natürlich, weil sie die Dinge für das ausgeben, für die sie sich interessieren, welchen Lifestyle du vermitteln willst. Insgesamt, ich persönlich finde, in Deutschland gibt es einen Weg, einigermaßen gutes Gehalt zu bekommen. Und das ist tatsächlich, wenn man Akademiker wird, wenn man studiert und dann über das Studium Eintritt bekommt bei verschiedenen Firmen, um ein einigermaßen gutes Gehalt zu bekommen. Damit wirst du nicht unbedingt reich oder wohlhabend, aber du kannst definitiv einen Lebensstandard erreichen. Ist natürlich auch nicht für alle gemacht. Jeder kann auch etwas Eigenes machen, aber das wäre eine Möglichkeit, um auf ein relativ sicher zu planendes, gutes Gehalt zu kommen. So, wenn du sagst, okay, habe ich verstanden, aber ich will vielleicht nicht nur an meinem Geld arbeiten, das ist ein anderer Punkt, sondern an meinem Frauenthema, dann komm gerne zu mir ins Coaching, schreib mir einfach eine Nachricht oder ruf mich an. Wir schauen uns deine Situation an, schauen, wo genau willst du dich eigentlich verbessern, was hast du für Fragen, und ich vermittle dir Spaß beim Frauenansprechen und Frauen kennenlernen zu haben. Und wenn du auch wissen willst, was andere Männer für Fragen, Zweifel oder Erfolge haben, dann komm gerne in die WhatsApp-Gruppe. Dort tauschen wir uns respektvoll unter Gleichgesinnten aus. So, und wenn dir das Video gefallen hat und du mehr sehen willst von meinen Videos, gerne auch mal kommentieren, welche Formate oder welche Art von Videos du mehr sehen willst. Und dann würde ich sagen, immer up to date bleiben.